Ja, ich glaube, der kann einfach sehr gute Dialoge schreiben und die Figuren werden sofort irgendwie greifbar und bleiben nicht irgendwie ein ewig langes Rätsel, was es natürlich muss man viel entdecken und herausfinden, aber sie haben sehr schnell Leben beim Lesen und auch bei den ersten Versuchen zu proben, merkt man, dass die mit dem, was sie sagen und mit dem, wie sie sich begegnen und aufeinandertreffen, sehr viel Leben versprühen. Es ist natürlich ein trauriges Thema, deswegen ist es gerade toll, dass die Szenen oft was sehr Komödiantisches haben, weil wahrscheinlich die Sehnsucht von uns Menschen tatsächlich auch im Leid ist, irgendwie lachen zu können und Erleichterung zu verspüren. Und so dieses Wechselspiel von wirklich großer Tragik und unwiederkehrbarem, ja, Schicksal gemischt mit eben Freude an alltäglichen Dingen oder auch an Liebesbekundungen oder so, Dingen, die einfach, ja, von denen wir leben, von denen wir zehren. So dieses Aufeinandertreffen, das macht, glaube ich, dieses Stück so spannend. Sehr interessant war für uns, also auf jeden Fall für mich bei den Proben, als Noah Heidel mal da war, weil durch seinen Blick auf unser Spiel hat sich tatsächlich, fand ich, auch einiges verändert in unserer Spielweise, beziehungsweise man hat so gespürt, okay, so könnte er es gemeint haben, weil man rätselt natürlich gerade bei so einem Text, der eine Uraufführung ist, wie ist das gemeint, wo liegt der Humor? Und ihn dann, den Autor selbst dann auf einer Probe zu haben und zu spüren, wo er schmunzelt, wo er nachdenklich ist, wo er vielleicht lacht, das war sehr hilfreich auf jeden Fall bei der Arbeit. Nee, ich glaube nicht, dass es eine Frage des Alters ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, was uns alle sehr berührt. Ich glaube eher, dass das mit der eigenen Geschichte zu tun hat. Ich glaube, es gibt Kinder, die sehr verblüffend reif mit dem Thema umgehen können. Und vielleicht hat auch deswegen der Noah Heidel ein 7-jähriges Mädchen in das Stück reingeschrieben, also die Tochter der Protagonistin. Das Sterben kann so unterschiedlich sein. Und ja, einfach auch die Ungewissheit darüber, wie man selber sterben wird, das ist auch, ruft sicherlich viele Ängste hervor. Und wahrscheinlich wird deshalb auch wenig über das Thema geredet, weil es leichter ist, es zu verdrängen. Also der Geigenlehrer von Anna ist ein einsamer Typ, der in seine Schülerin verliebt ist und sich aber nie getraut hat, ihr das zu sagen. Und der Tag, an dem er sich entscheidet, seine Liebe zu gestehen, ist halt leider ausgerechnet der Tag, an dem sie beschlossen hat zu gehen. Und ja, ist einfach tragisch, ja, doppelt tragisch. Zum Glück bin ich der nicht. Aber es war mir wichtig, irgendwie auch ein bisschen Geige zu lernen und irgendwie zu merken, was dieses Instrument auch bedeutet. Das ist ein sehr schwer zu beherrschendes Instrument und ja, man braucht sehr, sehr viel Hingabe und sehr viel Geduld. Also wenn jemand in der Lage ist, so ein Instrument zu lernen, dann braucht er gewisse Voraussetzungen, auch menschliche Qualitäten. Und ja, deswegen war das für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch das Instrument ein bisschen kennenzulernen beim Annähern an die Rolle. So, das war's.